Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch mal so einen kleinen Trick geben, denn es geht ums Drechseln. Was braucht man, wenn man drechselt? Natürlich Holz. Das, was ihr da hinter mir seht, ist Drechselholz. Das benutze ich größtenteils eigentlich nur zum Drechseln. Und das ist ein absoluter Luxus, wenn man einfach ein Stück trockenes Holz hat, um etwas zu drechseln. Dieses Holz hier habe ich damals mit meiner alten Drechselbank mitgekauft. Dieses Holz hier habe ich in weiser Voraussicht schon vor mehreren Jahren selbst zugeschnitten, damit ich auch große Rohlinge habe. Solche Stärken hier gibt es, glaube ich, meines Wissens nach nicht einmal in einem Holzgusshandel. Deswegen schaue ich immer, dass ich regelmäßig meine Holzvorräte, was solche Maße angeht, immer mal wieder aufstocke. Jetzt will ich mit meinen Videos natürlich euch so ein bisschen motivieren, dass ihr euch auch einfach so ein bisschen Holz in die Hände holt und was draus macht. Und deswegen mache ich das heutige Video, denn für das heutige Projekt braucht ihr kein trockenes Holz und das hat zwei Vorteile. Das ist das Holz, was wir für das heutige Projekt nutzen werden. Und das ist an sich gar nichts Spezielles, denn das ist Feuerholz. Das ist frisches Feuerholz, das wurde erst vor... Wer ruft mich dann jetzt schon wieder an? Hi Mama! Also ja, das hier wäre normalerweise klein gehackt worden und dann wäre es halt irgendwann verbrannt worden. Aber wir werden heute halt daraus was Schönes drechseln. Der Riesenvorteil dabei ist halt eben, dass ihr auf dieses Holz hier relativ gut zurückgreifen könnt. Ihr könnt auf Kleinanzeigen mal nach Baumstämmen schauen, was in der Regel relativ teuer ist. Ihr könnt aber auch einfach mit eurer Gemeinde sprechen, dass ihr halt im Wald normal Brennholz macht, beziehungsweise halt euch die Stücke so, wie ihr es braucht, zuschneidet. Das ist eine Möglichkeit. Und in der Regel ist das hier viel, viel günstiger, als sich fertig getrocknetes Holz zu besorgen. Ganz klar, größere Durchmesser kann man auch erhalten, indem man sich Blockware zum Beispiel kauft, die fertig kammergetrocknet ist und das Ganze zuschneidet, hobelt und verleimt. Das ist aber relativ aufwendig und für jemanden, der nur drechselt, das bedeutet eine Hobelmaschine und alles andere nicht wirklich hat, ist, würde ich sagen, das hier die bessere Möglichkeit. Dieses Holz hier ist patschnass, das können wir hier in dieser wunderschönen Schimmelschicht erkennen und genau daraus werden wir heute was machen. Natürlich gibt es jetzt gerade beim Nassholzdrechseln ganz, ganz viele Möglichkeiten, das irgendwie zu verarbeiten. Aber ich werde dir heute erstmal eine Möglichkeit vorstellen. Vielleicht wird es dann in Zukunft. Deswegen würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Noch ein paar andere Möglichkeiten, wie ihr euch halt eben mit nassem Holz vielleicht ein bisschen Geld auch sparen könnt. Eine Glitzekleinigkeit direkt am Anfang. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, so ein Stück Holz zu verarbeiten. Ich werde es dir heute einfach mal auf diese Art und Weise zeigen, wie ich es heute machen werde. Wie gesagt, es gibt andere, die ich auch schon gemacht habe, aber ich will nicht alles ansprechen, sonst wäre das in dem Video zu viel. Ich werde das Ganze gleich wahrscheinlich alles in der Mitte einfach auftrennen und dann halt eben verarbeiten. Werde ich später ein paar Worte dazu sagen. Du willst vielleicht eine Schale drechseln, die gar keine Risse bekommt, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Kern, hier ist er, ungefähr bei dieser Größe, das sind so 3, 24 cm im Durchmesser, in etwa 2 cm von der Mitte aus zu jeder anderen Seite rauszutrennen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, dass deine Schale später Risse bekommen wird. Nur so am Anfang. Also, nur am Anfang kurz mal angesprochen. Ich mache jetzt lieber mal dieses Projekt, ohne alle Eventualitäten anzusprechen, die es halt eben bei so einem Stück Holz gibt. Deswegen, wenn ich was auslasse, dann ist das so. Das Holz ist eingespannt und das hier können wir jetzt erstmal ganz normal drechseln.
Also der Rohling ist schon mal ganz, ganz grob vorgedrechselt. Wir haben das ganze Splintholz, was zu weich ist, haben wir weggedrechselt. Das müssen wir nämlich hier auch so ein bisschen beachten, denn das Holz muss stabil sein. Denn wir werden später das Ganze auch noch von innen ausdrechseln und da gebe ich euch dann noch ein paar weitere Infos. Ich werde jetzt hier die Seite mit einer Röhre fertig bearbeiten und dann unten auch direkt den Fuß andrechseln, damit wir das später rumdrehen können und dann halt auch einspannen können. Auch war hier bereits der Holzkäfer zugange. Hier sehen wir hier diese großen Löcher. Wäre bei dem Projekt schön gewesen, wenn die jetzt nicht unbedingt drin gewesen wären. Ist jetzt aber so, werden wir also mit verdrechseln. Jetzt mal so ein paar Informationen, wie das Ganze hier abläuft, damit wir dieses nasse Holz einwandfrei bearbeiten können. Die Außenseite ist ja schon fertig, die haben wir theoretisch normal bearbeitet, wie man eine Holzschale von außen halt eben bearbeitet, wobei ich jetzt hier nicht geschliffen habe. Ich habe ja wirklich penibelst darauf geachtet, dass das Holz keine Ausrisse hat. Das wird davon noch so ein bisschen begünstigt, dass das Holz noch sehr nass ist, denn dann lässt sich es halt einfach ein bisschen einfacher drechseln. Und jetzt können wir die Innenseite bearbeiten. Hier gehen wir ein bisschen anders vor. Normalerweise arbeite ich ja oder arbeitet man grundsätzlich immer so ein bisschen von innen nach außen vor. Hier ist das aber ein bisschen anders. Das Holz drechseln wir nämlich an den Wandungen sehr, sehr dünn. Das hat zur Folge, dass das Holz, wenn es trocknet und Spannungen entstehen, sich halt eben bewegen kann und so nicht so wirklich die Risse entstehen. Und wir können das wirklich sehr, sehr dünn drechseln. Dann hat das Holz halt die Möglichkeit, sich zu bewegen, bekommt keine Risse. Hier haben wir einen ganz kleinen Nachteil. Dadurch, dass wir die äußere Wandung so dünn drechseln, müssen wir das Ganze ein bisschen anders drechseln. Denn wenn wir das Ganze von innen nach außen drechseln, ist die Wandung hier irgendwann so dünn, dass das Ganze flexibel wird und wir es nicht mehr wirklich drechseln können. Also drechseln wir jetzt erst in der Mitte viel Material weg, lassen aber auch hier viel Material noch stehen und werden uns Stückchen für Stückchen weiter nach unten arbeiten, damit wir jedes Mal noch sehr viel Rückhalt für den Teil, den wir dann halt eben bearbeiten, weiterhin haben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie dünn ich das Ganze mache. Hier oben sind wir so in etwa bei 3-4 mm. Eventuell mache ich es noch ein bisschen dünner. Ich will es hier aber in dem Video auch nicht übertreiben, denn das kann man noch dünner drechseln. Aber will ich in dem heutigen Video nicht, denn ich habe es ja schon angesprochen mit den Rissen. Die werden so vermieden. Aber wenn wir hier ganz zarte Risse drin bekämen, fände ich das nicht einmal schlimm. Finde ich, sieht ganz schick aus. Deswegen hier, das ist alles so ein bisschen so ein Zwischending. Aber jetzt machen wir wieder ein paar Holzspäne.
Schalenform ist tatsächlich schon fertig. Wir haben jetzt hier eine schön dünnwandige Schale und ihr seht, das Ganze ist auch wirklich flexibel. Und bevor ich es ausspannen werde, werde ich das Ganze jetzt noch einmal mit meinem Finish behandeln. Werde es diesmal aber anders schleifen. Ich werde diesmal kein normales Schleifpapier nutzen, sondern Schleifgewebe. Das seht ihr auch gleich. Und werde das dann mit meinem Finish direkt verschleifen. Unsere kleine, aber feine Holzschale ist fertig. Also da ist jetzt nicht mehr viel Holz dran. Wenn man sich überlegt, wie schwer das Holz am Anfang war, ist das hier wirklich nichts mehr im Vergleich. Die Holzschale ist jetzt auch flexibel. Das ist das, was ich eben auch schon angesprochen habe. Wenn da jetzt Spannungen auftreten beim Trocknen, dann verformt sich das Ganze so ein bisschen. Und das ist halt das Schöne an der Sache. Da habt ihr wirklich eine Holzschale, die zwar rund gedrechselt ist, aber teilweise leichte Wellen bekommt. Und das sieht wirklich total schick aus. Wie ist das jetzt mit dem Schleifen? Das war früher für mich ein sehr, sehr großes Mysterium, denn gerade ganz am Anfang, wenn man noch nicht so geschickt ist mit den Drechseleisen und nicht so genau weiß, wie man die schärfen muss, dann ist das ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall. Auch eine Information, ich habe tatsächlich ganz am Anfang vom Video das falsche Holz genommen. Ich dachte, das wäre Eiche, das war aber Silberpappel. Und Silberpappel ist ein super weiches Holz, da wäre das hier sehr schwierig gewesen. Deswegen habe ich nochmal fix das richtige Stück Holz, was ich auch eigentlich ausgewählt habe, aufgetrennt. Also wenn ihr das hier nachmachen möchtet, macht das auf jeden Fall mit Hartholz. Und wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt, schaut penibelst drauf, dass niemand hinter der Drechselbank rumläuft, falls ihr die Drechselbank im Raum stehen habt. Denn gerade bei solchen Arbeiten bin auch ich super, super vorsichtig. Denn es kann halt auch einfach sein, dass hier so ein Stück abbricht und es euch dann ins Gesicht fliegt. Das will ich hier auf jeden Fall nochmal anmerken. Wie ist das mit dem Schleifen? Also normales Schleifpapier könnt ihr auch hier nicht wirklich nutzen, weil das Holz hier noch nass ist. Deswegen habe ich hier dieses Gewebe, dieses Vlies genommen und habe damit das Finish so ein bisschen eingeschliffen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Was hier jedoch nicht mehr wirklich funktioniert, ist halt eben, dass ihr das Ganze ausschleift, wenn ihr irgendwelche Radarmarken habt. Die müsst ihr wirklich mit dem Drechseleisen so gut wegdrechseln, dass es keine Radarmarken gibt. Ich würde dir auch auf jeden Fall mal empfehlen, wenn du das Ganze zum ersten Mal machst, dass du die Wandung nicht direkt so ganz dünn machst, sondern dass du da vielleicht 5 mm stehen lässt. Denn dann siehst du noch einen extremeren Effekt, dass sich das Ganze ein bisschen verformt. Und ich sag mal, selbst wenn hier Haarrisse auftreten sollten, seht das nicht immer negativ. Ich finde tatsächlich Haarrisse, die dann in den Stirnholzseiten auftreten, teilweise echt super, super schick. Und deswegen würde ich da euch echt empfehlen, probiert das auf jeden Fall mal aus, solch nasses Holz zu drechseln. Es bietet eine absolute Schönheit. Es ist sehr schön zu bearbeiten, weil es halt eben nass ist. Und deswegen kann ich das euch auf jeden Fall empfehlen. Du willst jetzt noch ein Drechselvideo sehen? Dann kann ich dir dieses Video empfehlen. Du willst ein anderes Video nicht zum Drechseln sehen? Dann kann ich dir das untere Video empfehlen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.